Bin ich jetzt einmal im Kreis gelaufen? Ernsthaft? Da war vorher kein Durchgang. Das noch. Secret? Ne, sah so aus. Als ob da irgendwelche schwebenden Plattformen wären. Oh, der ist ja tot, wie sympathisch. Wäre ja nicht das erste Mal. Okay, da müssen wir hin. Bitte lass uns dann nicht gegen dieses komische Ding kämpfen. Gegen diesen Walross-Typen. Bitte lass mich nicht gegen den am Ende kämpfen. Ja, der Typ ist schon tot, ernsthaft? Mal gucken, ob der das rausbringen kann. Gesicht und Gesicht. Alter, was hat er? Und nimm das und das und nimm das. Und nimm meine Combo und friss meine Combo. Alter, das ist nicht die hübsche, nette Art. Ich rede mit dir und du greifst mich einfach an. Freund oder Feind? Bitte, Alice, hilf mir, meinen Schwur zu erfüllen. Ich brauche meine Männer. Sie mögen zunächst feindselig sein, aber ihre wahren Seelen sind gefangen. Du musst sie befreien. Bedeutet, ich muss gegen sie kämpfen? Sie selbst wissen nicht, was sie wollen. Was für die Lebenden gilt, trifft oft auch für die Toten zu. Was für eine kranke Scheiße. Fuck, ey. So ein verfickter Motherfucker, ey. Da ist eine Tüte aus dem Rücken fällt. Es war so klar. Jetzt noch der Typ und Alter. Ihr könnt alle mal schön die Cojones lecken. Ja, anscheinend müssen wir wirklich gegen den Typen kämpfen oder so. Wenn da schon diese Zeichen da sind. Da hinten steht noch was. Auf. Naja, es sieht immer so aus mit den Rissen im Boden. Einmal gut gegeben, ist halb geschlafen. Nicht ernsthaft, jetzt kommen nicht wieder diese drei Wege Scheiße, oder? Boah, ich wette, das wird wieder unendlich lange dauern. Und es wird so unnütz sein, so einfach so extrem unnütz. Vor allem will ich seine fucking Männer gar nicht retten. Alter, viel zu viele Zähne für eine Tür. Ich sehe schon wieder Übles kommen, aber so richtig Übles. Lektionen an der Schultafel bieten ja, kennen wir schon. Was ist das? Was the fuck? Nimm das? Oder eventuell? The fuck, was geht hier ab? Alter, verwirr mich nicht. Friss. Fuck you, fuck you! Boah, das überlebe ich nicht. Das überlebe ich niemals. Nimm und friss um. Alter, der hat viel zu viel Leben. Die anderen waren ja jetzt schon tot. Verstanden. Oh fuck, wenn er mich jetzt anschaut und dann bin ich so tot. Jetzt einfach drauf anlegen, so. Gott. Fuck you. Ist irgendwas hinterlassen? Erste Seele ist frei. Komm zurück. Ich bin deine Rettung. Irgendwie.
Was ist das? Ich frage einfach nicht. Kommt das? Das Viech kommt mir echt hinterher. Nein! Lass mir das Licht! Erkenntlichsten Dank fürs Erlösen. Traumhaft. Ah, schenkt der Katze Beachtung, sie bietet guten Rat. Okay, das war jetzt gar nicht so lang und auch nicht so schwer. Genau, genau so, braves Mädchen. Trotzdem war das weird. Man war auf einmal so ein Ding. Und ja, die sollten aufhören, die leeren Kisten wieder zu spawnen, wenn die dann nichts wieder reintun. Aber Alter, was war das für ein Leuchtviech? Und Alter, überhaupt das ganze Ding war mega merkwürdig. Und fuck, warum muss ich die ganze Zeit gehen? Jetzt fette Aufzugmusik. Oh fuck, wieder so ein Viech. Ah, und. Was war das noch auf jeden Fall? Das war fliegender, ätzender, schleichender. Oh fuck. Erstmal den da oben. So, den da oben jetzt. Komm schon, schieß. So, größte Gefahr jetzt erstmal gebrannt. Alter, was ist das für ein Viech? Ah, noch einer. Alter, viel zu viel Hektik. Oh, das Ding chargt mich wieder an. Das will mich doch verarschen. Aber ich klicke es jetzt einfach drauf an und weich dann aus. Komm schon, komm schon. Auf mal rein. Ich klicke es wieder drauf an und. Kannst mich richtig an der Kochonis lecken. Eine Rose, das ist doch fair. Jetzt Katzin. Wie kann eine Seele so ignorant sein? Ich bin ein erhörtes Gebet. Ein erhörtes Gebet? Mhm, ja, du bist wahnsinnig, das bist du. Du solltest in Frage stellen, warum das Viech da ist und nicht, warum es dir nicht hilft. Ist ja noch was, ne? Fuck, da unten. So, einfach die eine Plattform ignoriert. Darüber und... Ich habe Angst, ins Dunkle zu kommen, ganz ernsthaft. Das ist gerade. Wo ist dieses Fliegeviech? Da ist das Fliegeviech. Ich möchte das nicht verlassen. Rutschen. Jetzt ist es da und. Danke, nun bin ich wieder mit meinem Schiff vereint. Oh ja, so ist. Ah, da war noch ein Zähne für mich, ja? Das waren 10 Stück immerhin. Fuck you. Ficking in, ey. Beeil dich, Alice! Ja, ich mach ja schon. Betten, die sind wieder leer, die Kisten.
Oh ja, welche Überraschung. Ich flieg da jetzt einfach rüber, hab ich keinen Bock zu laufen. So, jetzt können wir uns direkt bald schon wieder das neue Upgrade holen. Und mir fällt auf, wir arbeiten richtig selten gerade mit der Vorpaklinge, aber es liegt auch daran, dass er einfach alles so robust ist. Ich meine, die ganzen Kisten kriegst du mit der Vorpaklinge gar nicht auf. Ein Upgrade für die Pfeffermühle erhöht die Feuergeschwindigkeit, ja. Und anscheinend auch die Überhitzungszeit. Wo ist das Vieh? Da oben ist irgend so ein Kackfisch. Erstmal die Kackfischer hier. Wartet ihr immer wieder neu? Fuck you. Schieß doch! Alter. Wenn ganz überall diese Viecher sind, ne, dann... Ich muss gerade mal die Waffe wechseln. Was fucking Fisch da im Hintergrund, ey. Macht mir übelst Angst. Ah, ich kann ihn doch einfach auf den Boden rausschlagen. Sagt mir das doch jemand. Da. Komm schon. Töte. Boah, fuck you, wie lange du dauerst, ey. Und die ganzen Viecher auf dem Boden, ne? Sind hier gar nicht ätzend. Hier einfach mal alles im Grunde im Boden. Aber irgendwie alles die falschen. Da drüben. Jetzt einfach mal den im Blick behalten. Fick dich da. Alter, wie die kleinen Schleichen verfallen und mir einfach übelst auf den Sack gehen. So, jetzt hau ich dich da raus. Komm schon. Da, fuck you. Wo bist du? Da bist du. Wo? Da. Komm, charge mich an.